würde die Diskussion gerne erweitern. Ich würde Michael Ehret nach vorn bitten vom Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V. Er hat an solchen Linientaxis sozusagen mitkonzipiert und ist auch aktiver Bundesverband Taxi und Mietwagen, arbeitet am Ziel emissionsfreies Taxi. Herzlich willkommen. Nehmen Sie hier vorne Platz, jetzt große Schritte bitte machen. Das ist alles hier im fließenden Übergang. Grüße Sie. Und ich freue mich auf Markus Pellmann-Janssen. Er ist Head of Sales bei der Bahntochter Joki. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, aber er ist da. Wunderbar. Ja, gehen alles auch fließend hier. Das ist gut. Kommen Sie zu meiner Linken. Die Joki unterstützt Verkehre wirtschaftlich, zum Beispiel durch Fahrten auf der letzten Meile. Das heißt, durch die Realisierung der Ab- und Zuverkehre zur letzten Haltestelle. Das ist vielleicht etwas anderes, aber ein bisschen vergleichbar auch, was Door-to-Door auf andere Weise versucht. Was ich Sie fragen wollte zunächst, kann man damit leben, es gibt eine sogenannte Lissabon-Studie, wo es heißt, 100.000 Autos könnten durch 3.000 On-Demand-Shuttle ersetzt werden, wenn denn die Durchdringung in den ÖPNV richtig tief ist. Ist das tatsächlich machbar oder ist das eher eine politische Zahl, die eher Ansporn liefern will? Ja, also wir haben ähnliche Analysen für Hamburg gerechnet. Wir halten diese Zahlen nicht für völlig abwegig. Natürlich reagiert der Kunde immer anders. Und insofern unser Ansatz an der Stelle, wir müssen als ÖPNV-System so attraktiv sein, dass wir auf Verbote verzichten können. Der Kunde wird nicht über Verbote reagieren, sein Verhalten zu verändern, sondern die Alternative muss so attraktiv sein, dass man dann eben den ÖPNV an der Stelle nutzt. Lassen Sie mich ein Wort noch sagen, Frau Gruppe, Sie hatten gerade gezeigt, die Joki ist in den Städten. Wir selber betreiben keine eigenen Verkehre. Das machen wir immer mit Verkehrsunternehmen zusammen. Und von unseren mittlerweile 18 Projekten, die auf der Straße sind, sind ganze 6 in Städten, der Rest ist im ländlichen Raum. Und das machen wir mit den Partnern vor Ort zusammen. Das heißt, Sie sind mehr Entwickler und Kommunikator? Oder wie würden Sie dann die Aufgabe? Ja, auch Kommunikator. Wir beginnen mit der Beratung derjenigen, die sagen, wir müssen unseren Verkehr verbessern, im ländlichen Raum oder im städtischen Raum, und begleiten dann die Unternehmen auch in der Umsetzung. Wir analysieren, wo kann man denn solche Produkte einsetzen? Sie haben es gehört, es kostet halt Geld. Solange wir eben Geld einsetzen, glauben wir, dass uns man an der Stelle machen muss, am günstigsten ist, wo ich am meisten Menschen erreiche, wo ich mehr Vorteile schaffe, wo ich das Gesamtsystem wirklich stärke. Und das ist uns eben ganz wichtig. Es geht nicht darum, Haustür zu Haustürverkehre zu machen. Das ist das Taxigeschäft. Und wer das möchte, soll sich ein Taxi holen. Wer aber Ride-Pooling machen möchte, dann bin ich im ÖPNV unterwegs. Und dann muss ich das Ganze verknüpfen mit den Strukturen, die ich habe. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir ein zusätzliches Verkehrssystem, was uns Geld kostet. Und die Studien aus den USA zeigen, in erster Linie steigen Leute aus dem ÖPNV. Darum möchte ich ein bisschen auch von Nikuta widersprechen. Es kann nicht das Ziel sein, den Bergkönig in ganz Berlin anzubieten. Also zumindest nicht rund um die Uhr. Wir machen Analysen, und das haben wir zum Beispiel für ganz Hamburg gemacht, wo wir sagen, ja, es gibt Zeiten, da fahren wir auch solche Shuttles von dem Startpunkt des Kunden bis zum Zielpunkt, weil es keine ÖPNV-Alternative gibt. Das ist in der Regel nachts. Sie können mal gucken, in Krefeld sind wir gerade mit so einem Projekt gestartet. Aber tagsüber muss ich ganz genau gucken, in welchen Regionen biete ich so einen zusätzlichen Service an, weil er einen Mehrwert bietet, wenn ich ihn verknüpfe mit dem ÖPNV, aber nicht on top. Herr Ehret, wie sieht denn der Verband des Württembergischen Verkehrsgewerbes dieses Projekt? Das ist ja sozusagen Ihnen vertraut, Vor- und Nachteile, Ihre Position, Ihre Perspektive? Gut, vielen Dank für die Frage. Vielleicht mal etwas andersrum beginnend. Die ersten Gehversuche im Zusammenhang mit Sammelbeförderungen, also einem Sammelbus, bei uns bereits in den 80er Jahren stattgefunden. Daraus
hat sich dann letztendlich das Projekt so entwickelt, wie sie es heute darstellt und wie Frau Kopp schon richtigerweise erwähnt hat, denke ich, bieten wir mit diesem System der Bevölkerung im ländlichen Raum eine absolut optimale Alternative zum Individualverkehr. Wird auch sehr stark angenommen, wird häufig genutzt, lässt sich, wenn Sie es überlegen, von den Kapazitäten her, Sie brauchen für einen Landkreis wie Rottweil beispielsweise unter der Woche 6 bis 8 Fahrzeuge, um die Sache zu bewältigen, am Wochenende 8 bis 10. Also insofern, es ist leistbar, man kann es tun und es funktioniert. Wo waren denn Hemmschuhe bei der Entwicklung? Weil wenn man hört, wie lange die Entwicklung sozusagen ihre Ursprünge machte, generell würden da von Ihrer Seite, wo waren denn die Bremser? Ja, die Bremser war die Politik, das waren natürlich die Kosten. Wir haben den Hochbus auch mal nur am Wochenende laufen gehabt, um einfach Kosten einzusparen. Da gab es dann aber auch viel Widerstand aus der Bevölkerung. Und dann haben sich die Politiker, also unsere Kreisräte, besonnen und wir beschlossen, dass unser Anrufbus den ganzen Tag läuft. Was ist denn nun, wenn die Kommunen in größere finanzielle Schwierigkeiten kommen? Das haben wir ja in vielen Gebieten Deutschlands, dass die unter Haushaltsvorbehalt stehen und ähnliche Dinge mit der Daseinsvorsorge Priorität genießen. Unter Umständen, halten Sie das also durch für die Zukunft oder könnte es durchaus sein, dass auch mal die Politik, die kommunalen Politiker sich wieder zurückziehen müssen, weil ihnen möglicherweise der Spielraum dafür fehlt? Zunächst haben wir ja diesen Anrufbus europaweit ausgeschrieben, also wir lassen den Anrufbus auf jeden Fall die nächsten 6 Jahre laufen. Der Verkehrsunternehmer ist völlig sicher, von dem kalkulieren. Natürlich müssen wir mal sehen, wie es in 6 Jahren steht, wie es mit den Finanzen weitergeht. Und dann werden wir sehen, ob unser Anrufbus weiterhin eine Zukunft hat. Das ist auch eine Frage, wie viele Einwohner prognostiziert werden in den nächsten 6 Jahren. In einigen Landkreisen sieht es deutlich übler aus als bei Ihnen. Gehen Sie von Aufwuchs aus oder zumindest von der Stagnation der Einwohner? Gut, wir wissen ja jetzt schon, die Kinder, die nicht geboren sind und nicht in die Schule kommen. Und wir wissen, dass bei uns die Bevölkerung zurückgehen wird. Aber unabhängig davon werden wir unser Anrufbus auf jeden Fall weiter betreiben wollen. Sie merken schon, ich trage so diverse Faktoren zusammen, die für die Darstellung, wer sozusagen kann wirtschaftlich arbeiten, wer muss bezuschussen, in welcher Größenordnung, durchaus von Bedeutung sind. Wie weit können Sie denn Prognosen, die standhalten, in die Zukunft entwerfen, die viele dieser Faktoren beinhalten, wenn man sowas auflegt? Sie haben ja mehrere Projekte genannt, also was sind da sozusagen relevante Faktoren, die auch zukunftssicher sind? Ja, relevante Faktoren sind sehr unterschiedlich, gerade im ländlichen Raum. Da wird es nämlich richtig spannend, ich sag mal, in der Stadt die Fahrzeuge vorzukriegen. Also da muss man sich schon wirklich ein bisschen ungeschickt anstellen. Dort ist die Nachfrage einfach so hoch, aber im ländlichen Raum wird es halt spannend. Genau vor dem Hintergrund haben wir eben Mobilitätstools, Analysetools entwickelt, um genau das abbilden zu können. Und da der Realität möglichst nahe zu kommen und der Politik und dem Verkehrsunternehmen an die Hand zu geben, mit was habt ihr denn zu rechnen an der Stelle? Ich darf Ihnen vielleicht mal ein Beispiel sein im Rahmen der Finanzierung. Wir haben ein Anwendungsgebiet in Rheinland-Pfalz. Dort gab es auch eine Nutzerfinanzierung, also 3 Euro kostet die Fahrt. Und dann haben wir die Fahrgäste mal gefragt, ihr kennt jetzt das Produkt, was haltet ihr denn für einen fairen Preis? Und dann kam sowas 5 Euro. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wir gehen mal hoch in den Preis. Und dann haben wir um 33% den Preis erhöht, also 4 Euro. Und es gab keine Rückgänge der Fahrgäste. Es gab nicht mal wesentliche Proteste der Fahrgäste. Also wir sagen, wenn wir wirklich ein gutes Produkt am Markt platzieren, dann ist der Endkunde auch bereit, dieses mitzufinanzieren.
Für mich, Sie fragten nach der Wirtschaftlichkeit, am Ende muss ich mir bei solchen Produkten immer die Frage stellen, ist die Beförderung des einzelnen Fahrgastes über so ein System günstiger, als wenn ich jedem von den Fahrgästen ein Taxifahrer bezahlen würde? Wenn ich da nicht hinkomme, dass ich effizienter bin, dann soll ich sein lassen, dann bezahle ich eben jedem Fahrgast in meinem Raum eine Taxifahrt. Das ist der Punkt. Sie fahren diese Verkehre sowieso, ob es jetzt Anrufbus ist oder nicht. Das sind Ihre Verkehre, aber das muss ich mich einfach an der Stelle fragen. Und nur dann macht so ein System auch Sinn und dann kann ich das auch einsetzen und vertreten vor der Politik. Mhm. Herr Irrit, wer nutzt denn eigentlich in Ihrem Beritt wie oft Taxis? Gibt es da Erhebungen? Wer ist denn sozusagen der typische und auch wiederkehrende Taxikunde oder sind das alles Gelegenheitsfahrer? Nein, keine Gelegenheitsfahrer. Der typische Taxikunde auf dem Land ist der kranke Mensch. Ja. Deshalb ist es einfach so, dass im ländlichen Raum der ganz überwiegende Teil der Fahrten sind Krankenfahrten. Bezogen auf einzelne Unternehmen teilweise bis zu 80%. Das ist also der typische Taxikunde auf dem Land. Dann, was sicherlich auch eine große Rolle spielt, sind die Schülerverkehre, sind die Behindertenverkehre. Der Taxikunde, den man in der Stadt kennt, ich habe das gestern mal hier in Berlin ein bisschen beobachtet, den gibt es auf dem Land praktisch. Hier gibt es auch nicht mehr viele treue Taxifahrer. Das ist die andere Seite. Das ist das andere Problem. Ne? Frau Hopp hat es vorher auch schon erwähnt, das ist jetzt auch wieder so eine ländliche Geschichte. Es gibt durchaus persönliche Beziehungen zwischen Fahrgast und Fahrer. Also wenn häufig der Fall, dass ein Fahrgast, wenn es machbar ist, ein bestimmter Fahrer wünscht. Wir reden ja über jede Möglichkeit. Das ist genau der Punkt, der sozusagen hier eigentlich für mich ja quasi an die Daseinsvorsorge geht. Und deshalb auch nochmal an Sie gefragt, also wer ist denn der typische Rufbuskunde? Offensichtlich nicht der, der einen Taxifahrer speziell haben will, sondern der Gelegenheitsbesuche macht, andere Dinge, Schüler unter Umständen auch, weiß ich nicht, ob die zum Verein abends verfahren, haben Sie da Erhebung? Ja, wir können schon sagen, es sind vor allem Schüler, die den Anrufbus nutzen. Wir anerkennen die Zeitkarten, also die Schülermonatskarten. Von daher ist es eine sehr günstige Alternative für den Schülerverkehr. Also haben Sie in Hamburg auch durchaus Erfahrung? Dann ist ja, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache, dass man sozusagen natürlich schon Verkehre bündelt und auch mit nutzt, aber wenn dann sozusagen Angebote, Konkurrenzangebote werden für einen eigentlichen Schülerverkehr, haben wir möglicherweise doppelt gefördert am Ende, was auch nicht sinnvoll ist. Absolut. Effektiv. Absolut. Und wir haben Erfahrungen gemacht in Hamburg. In Hamburg konnten Sie eine ganze Zeit, ich glaube ein Jahr lang, einfach mit einem HVV-Ticket einen Jockey-Shuttle nutzen. Das wird vom VHH betrieben dort, heißt nur Yogi-Shuttle. Und dann haben die Leute sich das Bild gebucht, weil sie gar nicht genau wussten, wann sie es nutzen wollen. Bei uns können sie vorbuchen, weil wir sagen, das ist auf dem Land vor allem wichtig, weil die ältere Dame möchte wissen, wann sie zum Arzt kommt und nicht rätseln, ob sie befördert wird oder nicht. Und an der Stelle haben wir einfach festgestellt, da sind ganz viele No-Show-Aktivitäten, die auch das Produkt am Ende schlechter gemacht haben, weil diese Fahrzeuge haben den anderen Kunden nicht zur Verfügung gestanden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, 1 Euro kostet jede Fahrt und wenn du eine halbe Stunde vorher stornierst, dann kostet dich auch die Stornierung etwas. Siehe da, plötzlich sind genau die Kunden, die eigentlich bisher vielleicht mit dem Fahrrad gefahren sind oder die zu Fuß gehen konnten, nicht mehr die Kunden, sondern es nutzen Leute, die wirklich dieses Verkehrsangebot brauchen, weil sie dadurch besser zum ÖPNV kommen. Im ländlichen Bereich sieht das ganz anders aus. Dort haben wir Verkehre umgestellt, die bisher als Rufbus funktioniert haben, wo man anrufen musste. Und wir haben festgestellt, da fahren nur alte Leute mit.
Und was war das Image in dieser Stadt? Die Leute fanden das Produkt super. Die kannten es auch alle, aber haben gesagt, ja, das kann man ja nur nutzen, wenn man alt und krank ist. Und haben gesagt, okay, da gibt es irgendein Imageproblem. Dann sind wir das Ganze angegangen und mittlerweile haben wir einen ganz gesunden Schnitt durch die Bevölkerung. Da sind auch Schüler dabei, aber eben nicht Schüler, die sich nach Hause fahren lassen, sondern die zwischen zwei Schulstandorten zum Sport zum Beispiel fahren müssen. Und dann ist das völlig okay, wenn ein Schüler damit fährt. Aber da hat man eben auch als Betreiber und als Aufgabenträger Steuerungsmöglichkeiten. Eben tatsächlich von den Geldbeutel oder eben, dass man auch gewisse Tickets nicht anerkennt oder. Und darum, so ein Produkt kann man nicht einfach in den Markt stellen, sondern diese Produkte müssen entwickelt werden, die müssen begleitet werden. Das ist eben aus unserer Sicht auch ganz wichtig und das bieten wir eben an der Stelle auch gerne. Und Fragen, die sich ja durchzieht, das ganze Programm ist ja mehr Mobilität bei weniger Verkehr zu erzeugen. Das ist eine schöne Zielstellung, hat aber eben auch zwei Seiten. Und mitunter muss man auch, um überhaupt eine Versorgung stattfinden zu lassen, auch wiederum Verkehr in Kauf nehmen. Wie ist denn sozusagen Ihre Marschroute oder Ihre Balance zu diesen beiden Seiten? Absolut. Das ist einer der wesentlichen Trends unser Mindset, das wir verfolgen. Dass wir sagen, wir müssen das Teilen von Fahrzeugen und Fahrten hinbekommen. Und das heißt auch, dass das Taxi die Alternative ist. Also die Leute sollen weg vom eigenen Auto und daran glauben wir. Es wird irgendwann den Privatwagen, so wie wir ihn heute kennen, nicht mehr geben. Das muss unsere Maxime sein. Das ist eine Frage, aber es gibt im Moment noch kein Argument gegen die absolut sofort verfügbare Automobilität. Ja, und da müssen wir hinkommen. Und da reicht auch der Shuttle vorne und hinten in so einem Verkehrssystem nicht, sondern das Erlebnis, das der Kunde hat im Bus, in der S-Bahn, das muss auch funktionieren. Warum glauben wir das? Warum verfolgen wir das? Auf der einen Seite war wir über Geschäftsmodell, ja. Aber wenn uns das nicht gelenkt als Branche, als ÖPNV-Branche, also Sie als Taxiunternehmen, die Verkehrsunternehmen, wenn uns das nicht gelingt, dann gibt es keine Verkehrswende. Dann werden wir irgendwann elektrisch durch die Gegend fahren, ja, dann haben wir hier unsere ganzen Umweltdiskussionen, gerade in den Städten nicht mehr, und irgendwann fahren wir dann auch mal autonom durch die Gegend. Aber jeder mit seiner eigenen Kiste. Und dann haben wir am Ende mehr Verkehr auf den Straßen, weil alleine meine Töchter, 14 und 16 Jahre, werden dann motorisierten Individualverkehr nutzen, weil sie sich einen Shuttle holen. Wer alkoholisiert ist, fährt dann mit so einer Kiste durch die Gegend. Wer auch Einschränkungen hat, kann dann so ein System nutzen. Das ist dann wieder ein absoluter Vorteil. Aber dann haben wir nicht die eine Straße oder die eine Verkehrsfläche und links und rechts sind Bäume. Das ist ein Meer. Wir werden mehr Verkehr haben. Darum ist es ganz wichtig, dass wir den Rückenwind, den der ÖV jetzt erfährt, durch die ganze Umweltdiskussion nutzen, um das Produkt in Summe so attraktiv zu machen, dass die Leute sehen, wow, das ist eine Alternative für mich. Ich gebe einen kurzen Moment Pause und dann gehen wir sozusagen langsam schon über die Diskussion, die darauf folgt. Welche regulatorischen Voraussetzungen müssen denn dafür geschaffen sein, wenn man diese Vision so verfolgen wollte? Darüber muss man sich natürlich erstmal einig werden, aber auch dann tatsächlich auch an einigen Stellen zumindest erstmal den Prozess her umsetzen kann. Sie haben vorhin gesagt, dass die Kommune jetzt über die Politik nicht mitziehen wollte. Das ist ja eigentlich ein relativ einfach überschaubares Modell, das wir bestimmen. Es hat, was bis auf die Mundart bzw. den Dialekt, als für mich nicht ein nennenswertes logistisches Problem. Ja, und Sie konnten es eigentlich gut auch präsentieren. Was hat denn möglicherweise sozusagen in der gesetzlichen Ausstattung bzw. Umfeld, der politischen Umfeld der Kommunen, deren Standpunkt so hartnäckig gemacht? Die rechtlichen Voraussetzungen waren gar nicht das Thema. Sie müssen sehen, wir sind im ländlichen Bereich. Wir haben Parkplätze ohne Ende, wir haben zwei große Kreisstädte. Sie können da reinfahren, Sie können über Parkplätze. Mhm. Und das, was so ein Anruf ist benötigt, das war nicht das Thema, weil die Eltern sind klar, jede Familie hat ein Fahrzeug und deswegen also für Sie wäre sozusagen der politische und rechtliche Raum, den wir jetzt haben, für das, was Sie bewerkstelligen wollen, vollkommen ausreichend. Wir machen Linienverkehr. Wir kombinieren es immer mit dem Taxiverkehr nicht. Wir sammeln Fahrgäste, wir typische Taxifahrer, der möchte sofort gefahren werden. Bei uns ist es nicht eine Stunde von
und wirklich, wenn Sie in Sicherheit auf dem Platz frei sind, also wir sehen uns nicht mehr so. Gibt es denn bei Ihnen aber trotzdem, sagen wir mal, wenn Sie jetzt die Fläche sich anschauen, die Landkreis, gibt es denn da nicht auch hier und da den Wunsch, auch mehr Wettbewerb zu haben? Ja, Wettbewerb unter den Betreibern, unter den Verkehren? Ja, selbstverständlich, wir wollen Wettbewerb, deswegen bin ich ja hier, um zu werben. Wir haben ausgeschrieben, die Taxiunternehmen haben sich leider nicht dafür interessiert, ich darf ja so aus. Das nicht zitieren, aber es war sehr wenig Resonanz da, sehr, sehr wenig. Und deswegen muss ich auch hier Ihnen zu sagen, das ist ein Modell. Interessieren Sie sich für dieses Modell? Es ist auskömmlich. Wir sehen es an unserem Verkehrsunternehmer, Taxiunternehmer. Er betreibt unser Angebot schon seit 10 Jahren, hat sich jetzt wieder beworben. Also es funktioniert und in der Verwaltung kann man auch ganz gut zusammenarbeiten, das geht. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum Taxiunternehmer und wir können, ja, es ist Taxi Ehre, aber Inhaber Axel, der Herr Ehre hat sein Taxiunternehmen verkauft, deswegen gehe ich jetzt auch vom anderen Taxi. Aber da wollte ich ja hinaus, letztlich, wenn Sie also ausschreiben, die Resonanz ist sozusagen eher Mauer, Herr Ehre, woran liegt denn das jetzt die Resonanz? Ist sozusagen das Korsett zu eng gestrickt oder geht es einfach ums Personal, um die Arbeitszeit? Das Problem ist ganz einfach. Das Problem ist ganz einfach. Wir haben auch erwähnt, Sie müssen unüberhobelt 6 bis 8 Fahrzeuge und am Wochenende 8 bis 10 Fahrzeuge zwingend vorhalten, um diese Verkehre durchzuführen. Das heißt, Sie brauchen das entsprechende Fuhrpark, Sie brauchen entsprechendes Personal. Und das ist der Hemmschuh, warum es etliche Taxiunternehmen oder auch Verkehrsunternehmen gibt, die einfach sich davor scheuen. Weil sie dann an der Stelle ihren eigentlichen Betrieb, ihren eigentlichen Taxibetrieb nicht mehr durchführen können. Hätten Sie dafür eine Lösung im Vorschlag als Experte? Wo die jetzt sagen, also ich kenne ja nicht die Details hier der konkreten Lage vor Ort, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch an anderen ländlichen Regionen auch mal das Thema aufkommt. Absolut, ich war Geschäftsentwicklungsleiter bei GB Regio Bus und wir haben mit 2000 Subunternehmern zusammengearbeitet. Und da war ein großer Teil natürlich auch die Taxiunternehmer. Und auch wir spüren ganz eklatant die Probleme, eben solche Bedarfsverkehre umsetzen zu können, weil es eben keine Partner mehr gibt oder die eben nicht ausreichend vorhanden sind. Mein Lösungsvorschlag an der Stelle ist, dass wir gerade im ländlichen Raum, da haben wir ja die Themen, Töpfe, Kompetenzen und Kapazitäten zusammenwerfen. Wir haben uns gesagt, die Gesundheitsfahrten sind das wesentliche Gros. Das ist ein Riesentopf, der Ihnen natürlich zugutekommt. Aber die Kapazitäten sind klar getrennt. Da darf kein ÖV mitgemacht werden mit diesem Verkehr. Können wir uns das in Zukunft tatsächlich vor diesem Hintergrund auch leisten? Müssen wir gucken, was haben wir sonstige für Kapazitäten im ländlichen Raum? Das geht tatsächlich so weit, dass wir mit Landkreisen diskutieren, hat ihr ein Jugendfeuerwehrauto vor Ort, das man nutzen kann, dass man ihm keinen zusätzlichen Pkw hinschauen muss und, und. Man muss hochgradig kreativ im ländlichen Raum sein, um dort eben genau das, was es ist, nämlich Grunddaseinsvorsorge sicherzustellen. Lassen Sie mich noch einen Hinweis geben. Wir schwärmen ja alle von der Schweiz, wie toll die das hinbekommen. Gut, jetzt mag die SBB besser sein als mein Laden, die DB, das lassen wir mal dahingestellt, aber am Ende ist es eine finanzielle Frage. Die Schweizer geben pro Kopf das 5-fache für ÖV aus, als wir in Deutschland. Und dann funktioniert der Verkehr eben auch. Wir haben ein bisschen viel Automobilindustrie bei uns. Warum die eben genau, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Kurt, immer noch die Straße priorisieren? Aber wenn wir das weiter so treiben, dann wird uns die Verkehrswende nicht gelingen. Bevor wir ein paar Ansätze von Ihrer Seite noch hören zur Regulierung, ich sehe schon, ich glaube, der Kollege von der Linken ist schon da. Ja.
Das ist schon mal gut, dass Sie sich schon mal wahrgenommen haben. Ihre Kollegen brauchen noch ein bisschen Hinterfall. Alle Kollegen von den Grünen aus Frankfurt. Hallo, ja, so ein Jacke Gelber ist auch schon da. Also wir könnten im Prinzip was. Frau Riemann, ja, aber wir könnten, wenn es gerade anders geht, fangen wir an, auch schon mit denen an, die da sind. Aber ich bin voller Hoffnung, dass es fließend in der Tür geht. Ist schon da. Jetzt will ich nochmal die Gelegenheit kurz geben. Zu dieser Thematik, Rufbus bzw. Einbindung des ländlichen Raumes und der Zusammenarbeit mit dem Gewerbe, gibt es von Ihrer Seite jetzt zu diesem Thema Fragen? Da hinten, wenn wir jetzt noch hinkriegen, können Sie sich so verständlich machen, sonst muss ich jemanden schicken, der Ihnen noch ein Mikrofon bringt. Laut zu sprechen. Ja. Warte mal, was Deutschland zu sprechen. Die Frage an den Rufbus. Das geht so nicht hier vorne, dann. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, also nochmal. Die Frage, der Rufbus wurde dargestellt als ÖPNV-Verkehrsmittel. ÖPNV soll ja ab 2022 barrierefrei sein. Wann wird denn der Rufbus bei Ihnen barrierefrei? Ja, das ist eine gute Frage. Es geht um die Haltestellen, die wir barrierefrei einrichten wollen. Wir haben ein Förderprogramm beim Rufbus. Haben wir auch barrierefreie Fahrzeuge. Ich gebe Ihnen recht, wir haben alle Fahrzeuge barrierefrei. Aber wenn die Fahrgast anruft und sagt, er ist und so weiter behindert, setzt der Verkehrsunternehmer auch ein behindertes, rechtes Fahrzeug ein. Allerdings wieder entsprechend vorhanden. Vielen Dank für den Einwurf bzw. die Frage. Ich hatte angestimmt noch ein paar Gedanken. Sie haben ja so ein vehementes Veto hier eingelegt für Sharing-Ökonomie im Bereich der Mobilität. Meine Frage war, müsste da möglicherweise aber auch im Regulierungsrahmen etwas dazu definiert werden, damit das tatsächlich diese Wirkung zeitlich gesehen beschrieben hat. Also meine Juristen sagen ja heute, wir kriegen alles genehmigt. Es gibt die Voraussetzungen im PBFI, aber man ist wie auf hoher See auch ein bisschen über das Hand. Die eine Genehmigungsbehörde interpretiert es so, die andere so. Also insofern wäre ein regulierter Rahmen schon wertvoll. Was uns aber wichtig ist, auch als Deutsche Bahn, das ist, dass am Ende, ich habe es vorhin erwähnt, dass vor allem Leute aus dem ÖPNV gezogen werden, wenn ich so Sharing-Systeme anbiete, die von Haustür zu Haustür funktionieren. Das kann man machen. Das kann man machen wie in Hamburg, wenn man sagt, nun ja, komm her, ich möchte das mal ausprobieren. Aber dann muss ich mir bewusst sein, dass ich mein ÖPNV an der Stelle kannibalisiere. Und was heißt das? Die Nutzerfinanzierung geht zurück. Und wer zahlt das Loch, das entsteht? Der Bürger, die Steuerzahler. So, und wenn ich das möchte, dann muss ich den Auftraggeber, der Kommune, dem Landkreis, Regularien um die Hand zu geben, für ihr Gebiet zu entscheiden, welche Verkehre möchte ich anbieten, in welchen Räumen, zu welchen Zeiten oder auch gar nicht. Weil ich sage, ich habe einen super ÖPNV, da wird nur kannibalisiert an der Stelle, das ist kein Mehrwert, dann muss es diese Möglichkeiten geben. Das ist dann sowas wie ein Entwurf der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes angedacht. Es gibt ja zumindest was ein Punkt betrifft zum Vetorecht, das ist auch anscheinend, aber müsste nicht darin, das wäre jetzt fast ein genialer Übergang, müsste darin die kommunale Stärke nicht viel dezidierter. Wir wissen zwar nicht ganz genau, wie der Text ist und es ist noch einiges vorveröffentlicht, aber im Grunde könnten Sie jetzt die Gelegenheit nutzen, mal so eine schneidige Formulierung als Vorschlag zu machen, inhaltlich, was das betrifft, die Autarkie der Kommunen zu unterstützen, wie Sie sagen. Es sollte ein klar definierter Bereich im PBFG sein, der definiert, was geht nicht. Und die Kommune soll für ihr Gebiet klären, was sie haben möchte. Da hat sie auch Mittel für, nämlich den Nahverkehrsplan. Aber der muss halt verbindlicher werden. Das muss gegebenenfalls, das ist jetzt kein Jurist, aber eine Satzung werden, sodass ich die rechtliche Anwendung kann. Und dann ist aber natürlich der andere Aspekt, den dürfen wir nicht vergessen, da müssen wir auch die Kommunen befähigen, solche Verkehrsplanungen wirklich kompetent durchzuführen. Und auch da hapert es an der Stelle. Das ist auch hier spielen. Ja, wir unterstützen da gerne, aber die Kommune an sich muss das entscheiden.
Das ist ein politischer Prozess und darum muss auch die Kommune für sich kompetent sein und wir unterstützen werden. Vielen Dank auch für diesen Input. Markus Bellmann Janssen, halbe Woche, vielen Dank für den Vortrag. Der ist übrigens auch sozusagen verteilbar an alle, die Präsentation gewünscht wird. Wir haben das vermittelt. Michael Ehrlich, auch Ihnen vielen Dank. Ich bitte Sie jetzt vorsichtig, das Podium zu verlassen. Die Stufe ist relativ